Ja, und damit erstmal herzlich willkommen und erstmal vielen, vielen Dank an euch zu 200 Abonnenten. Wahnsinn, ihr seid die Geilsten, ihr seid die Besten. Vielen, vielen Dank. Und ja, damit herzlich willkommen zum Horror Let's Play Daylight. Ich hatte mir überlegt, lange überlegt, was mache ich, wenn 200 Abonnenten erreicht sind, und war hin und her, war erst am Überlegen, singe ich etwas ein? Und dann habe ich mir so überlegt, nein, singen kannst du nicht. Und das hat Gronkh auch schon gemacht, und die anderen Großen habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Dann habe ich mir überlegt, tanzte vielleicht vor der Kamera, ein bisschen so rumzappeln, habe ich mir so gedacht, tanzen kannst du nicht. Und rumzappeln ist langweilig für die Zuschauer. Und da habe ich mir gedacht, machst du doch ein Let's Play zu Daylight, wo du alleine bist, ja, wo du dich mit dir selbst unterhalten musst, also du und ich gerade, ja, also du da, hallo Reflex, den ich mich da gerade selber sehe. Ich mach's auch in Farbe, damit ihr mein Gesicht besser seht. Und zum zweiten zu Daylight, war das der zweite, dritte, ist ja egal. ja, ich habe schon lange nicht mehr Daylight gespielt, das wisst ihr, und meine Nachbarn werden sich freuen. Und bevor ich jetzt hier großartig rumsülze, fangen wir einfach mit dem Spiel an. Und ja, ich möchte eine neue Geschichte. Ja, einen neuen Speicherstand, natürlich. Und ja, ich möchte speichern. Und dann lädt jetzt natürlich erstmal das Spiel. Ja, was gibt's zu sagen? Erstmal vielen, vielen Dank für 200 Abonnenten. Ihr seid die Besten, ihr seid die Geilsten überhaupt. Ich hoffe natürlich, dass euch Evil Within, die anderen Let's Plays, natürlich gefallen haben. Ich freue mich. Und das wird natürlich hier ein riesen Highlight, das Dingen jetzt hier. Also das wird echt Porno, ich freue mich drauf. Und ein bisschen Schiss habe ich auch, muss ich sagen. Weil ich jetzt hier so alleine sitze mit voll aufgedrehten Kopfhörern. Und mein zweites Horror-Let's Play quasi, obwohl ich es ja eigentlich schon gespielt habe, schon etliche Male durch. Aber ich glaube, ist das groß vor mir. Und, Good, you've arrived. Sarah, focus. We haven't much time at all. Sarah, listen to me. They certainly have. Use that machine in your hand to find your way. There's much to see, much to learn. Where am I? I don't know. It's been some time now. This place has been waiting for your arrival. Gather up everything you can. The memories contained within these walls are waiting to be found. Sarah, listen to me. You must succeed. Oh no. Sarah, listen to me. Was wollte ich sagen? Bevor ich jetzt hier... Muss ich drücken? Nein. Sarah, also. No matter where you go, there you are. Ich glaube, ich werde auch... Weiß ich gar nicht, soll ich es vorlesen, soll ich es nicht vorlesen? Ich glaube, ich werde es mal versuchen vorzulesen, die ganzen Manuskripte und Sachen, die hier rumliegen. Ihr seid natürlich jetzt auch gefragt, ich werde natürlich diese Folge ultra lang aufnehmen, also ich werde wahrscheinlich, ich werde natürlich ein bisschen länger wahrscheinlich aufnehmen wie normales Let's Play, also wahrscheinlich über 40 Minuten wird es, denke ich mal, gehen. Ich werde das dann irgendwie, ich werde es ein bisschen zusammenschneiden müssen. Ich weiß aber noch nicht, ob es mehrere Folgen werden oder ob es nur eine Folge wird, nur kurz angespielt, Daylight, und ich versuche jetzt so ein bisschen länger zu quasseln, dass ich nicht so viel mich erschrecken muss. Aber ihr seid gefragt, schreibt drunter, ob ihr mehr davon sehen wollt im Let's Play, und da würde ich mich sehr freuen. Also wie gesagt, dann können wir mal schauen, ob ich das dann nochmal weitermache, weiter Let's Play bis zum Ende hin, oder ob ich das, wie gesagt, bei der einen Folge als 200 Abonnenten Special belasse. Und ich konzentriere mich jetzt mal wieder weiter aufs Spiel. So, Kingpin healed. Mid Island Haftanstalt bekommt neuen Chefarzt. 5. Februar 1907. Ich glaube, ich lese es einfach mal vor. Die Mid Island Haftanstalt hat vor kurzem den Namen ihres neuen leitenden Arztes verlautbart. Genau. Dr. Walter Mercer. Er ist als führende Persönlichkeit in der Pocken- sowie Tuberkuloseforschung bekannt. New Kipling freut sich, einen so talentierten und leidenschaftlichen Rekruten, der bereitwillig den Kampf um die... Was? Um die Gesundheit. Was? Der bereitwillig den Kampf um die Gesundheit. Fehlt da nicht ein bisschen was? New Kipling erfreut sich, einen so talentierten und leidenschaftlichen Rekruten, der bereitwillig den Kampf um die Gesundheit. Punkt.
da fehlt auch ein Punkt. Ja, vielleicht wahrscheinlich der bereitwillig den Kampf um die Gesundheit, die Herausforderung annimmt. Irgendwie soweit. Naja, ach so, ich kann ja auch blättern. Dessen Bürger aufnimmt, an Bord willkommen heißen zu dürfen. Ich kann auch weiterblättern, auch bin ich hohl. Entschuldigung. So, ihr merkt es, ich bin ein wenig nervös, weil ich weiß, was mir da blüht. Ich meine, ich kenne die Alte, die hier kommt, ja, aber so alleine jetzt hier im Dunkeln zu spielen, so mit mir alleine zu quasseln und... Boah, es ruckelt aber auch auf der PlayStation, das gibt es gar nicht, das ist echt... Das ist der Hammer, dass das so ruckelt. Und das ist ja das allererste Unreal Engine 4 Spiel. Und das wird, glaube ich, immer wieder in Erinnerung bleiben. Sarah, listen to me. So, was haben wir hier? Die lila Kuh ist gestorben. Nein. We are but one thread woven from the web of life. All things connect. All things are bound. All things connect. All things connect. Mid Island Hospital. Patienten Record File. Datum 4. April 1988. Akte Patient 13. Lauf. Diese Atmosphäre auch in diesem Spiel. Ich meine, es ist natürlich jetzt kein grafisches Highlight, aber die Atmosphäre im Spiel und spielerisch ist es auch keine Weltbewegung und storymäßig auch nicht, aber so von der Atmo her und alles, wie es gemacht ist, ist es sehr, sehr geil. Auch wenn viele das Spiel schlecht reden, ich finde es trotzdem ein sehr, sehr geiles Spiel. Und ich habe immer das Gefühl, das Mikrofon steht nicht mittig. Seid mir nicht böse. Ich versuche, um jeden Meter, den ich merke, gehen muss, einen großen Bogen zu schlagen. Das wisst ihr, das kennt ihr aus der Let's Play Live Show. Und wie auch im Stream werde ich versuchen, erstmal. Wie war denn nochmal? Wer? Hallo? Wie werfe ich denn nochmal? Nein. Okay. Viereck ist fallen lassen. Wie werfe ich? Mit Dreieck, alles klar. Werde ich so gut es geht versuchen, natürlich keine Fackeln zu benutzen oder. Naja, schauen wir mal. Hey, ich meine, hey, geil. Boah, cool. Leute, ey. Und Scheiße, es ist nochmal doppelt so anstrengend, alleine zu spielen, als wie im Stream, bin ich ganz ehrlich. Datum 4. März 1988, Akte Patient 13. Die Patientin, Alter 10 Monate, wurde von ihrem Pflegeeltern aufgrund seltsamer und beängstigender Zwischenfälle, die kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus auftraten, wieder eingewiesen. Oh mein Gott! The memories will burn into your flesh. Don't let them see. Und das sieht nochmal doppelt so geil aus auf einem PC-Monitor über der PlayStation. Und, Hallo? 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 Oh, bisschen schnell. Dr. Mercer. Pflegerin Foster hat sich darüber beklagt, dass Krankenwärter William Farish manchmal stundenlang während seiner Schicht verschwindet. Und wenn er wieder auftaucht, sind seine Hände und Hose so schmutzig, als hätte er im Dreck gebaden. Was? Ach, gegraben. Im Dreck gegraben, Entschuldigung. Wenn sie ihn darauf anspricht, macht er einen verwirrten Eindruck und er fragt, wo er sich waschen kann. Das ist die vierte Beschwerde innerhalb von 2 Wochen über Farish. Und ich fand, die Angelegenheit sollte an sie weitergeleitet werden. Percy. Okay. Naja, gut. Warum wird die Musik gerade so stressig? Also wir wissen natürlich, dass es hier wie bei Slender ist. Je mehr Seiten wir finden, desto schlimmer wird's. Billy, ich habe heute Nacht niemanden im Heizungsraum gesehen. Der Bastard hat mir so einen Schrecken eingejagt, dass ich fast tot umgefallen wäre. Ich habe mich aus dem Staub gemacht, bevor ich einen guten Blick auf ihn werfen konnte. Außer mir und Adam hat dort unten niemand etwas verloren. Ich hoffe stark, niemand der Wärter sucht sich dort einen Platz, um mit der Schwester rumzumachen. Sorgt dafür, dass die Leute ihre Arbeit machen und an sich nicht und sich nicht in meinem Heizraum rumtreiben. George. George. George möchte also nicht, dass man mit den Pflegerinnen. Das Schöne ist, die Leute im Stream konnten ja immer so interagieren. Das geht jetzt nicht. Aber trotzdem ist es gerade sehr beklemmt, bin ich ehrlich.
Billy, ich habe genug von diesem Krankenhaus. Ich will mit diesem Mist nicht länger zu tun haben. Ich hatte etwas... Ist gerade so leise? Ich habe etwas unten im Heizkeller gesehen. Und einer der Krankenwärter auch. Es ist böse. Und ich werde nicht hier bleiben, um herauszufinden, was es vorhat. Was es vorhat? George. Der George weiß also mehr wie wir. Was, wie geil ist das denn? Das hab ich ja noch nie drauf geachtet, zumindest im Stream nicht. Ist es unsere Lampe und unsere Hand? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Noch mache ich Scherze. Entschuldigung. Ich glaube, die Oma hat zugenommen. Scheiße. Oh, du scheiß Kackbratze. Du scheiß Kackbratze. Oh. Ey, geil. Boah, geiles Spiel auf jeden Fall. Solltet ihr euch holen? Ja, Daylight. Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Ich glaube, 7, 8 Euro, wenn ich jetzt keinen Blödsinn erzähle im Store. Für die PlayStation und auch, ich glaube, für den PC gibt es auch. George, unten im Heizraum geht etwas vor sich. Während meiner Reinigungsarbeiten kann ich ständig hören, wie sich da unten etwas bewegt. Und ich versichere dir, es sind keine Ratten. Das ist etwas Größeres. Ich weiß noch nicht was, aber sei vorsichtig, wenn du da unten bist. Adam. George und Adam, die sind wahrscheinlich so ein paar Pfleger hier oder gewesen, oder beziehungsweise der eine, der George aus dem Dschungel, war wahrscheinlich hier der Hausmeister. Anybody there? Anybody there? Wie kann man nur sowas... Wie kann man nur so eine Scheiße fragen? Anybody there? Mann, du! Ja, das bin dann wohl ich. Naja. I see it. They've revealed the sigil. Reclaim it and bring it to the gateway. Wir haben schon 6 Relikte, also können wir quasi, wenn wir jetzt das Siegel finden und die Tür, können wir abhauen. Geschichte von New Kipling. Die Bürger von New Kipling haben damit begonnen, auf den benachbarten Inseln Mid Island Rituale zur Seelenreinigung durchzuführen, um ihre Stadt vor den dunklen Zeiten zu bewahren. Darüber, wie diese Rituale abgehalten wurden, finden sich nur wenige nachvollziehbare Hinweise, aber nachdem die Reinigung vollzogen wurde, gab New Kipling bekannt, dass die Stadt wiedergeboren wurde. Schön. Hallo? Ich bin noch... Mann, das war doch da nur der Kleiderständer, oder was? Ich bin doch noch viel zu jung zum Sterben, hallo? Oh, Gott sei Dank, Sackgasse. Was denn? Was ich ja so schlimm finde bei dem Spiel, man dreht sich einfach um und auf einmal steht die Umi dann nachher da. Das wird nachher noch schlimmer. Und meine Schreckenspassage ist ja sowieso... Ist ja sowieso das Krankenhaus. Oder... Hey, boah, geil, Kisten. Mann, das waren doch nur Kisten. Stell die mal nicht so an. Nicht das Krankenhaus, sondern die Anstalt, also hier die Zellentrakt. Das ist quasi so meine Hassstelle im ganzen Spiel. Ich drehe mich jetzt nicht um. Omi, bist du's? Ich hab dir Kuchen mitgebracht. Was für ein Geschmack. Kuchengeschmack. Ich sag ja nochmal, ich... Anybody there? Ich sag ja nochmal, ich... Lustige Witze darüber. Nee, da kommen wir wieder zurück, ne? Moment, wir müssen immer noch... Alter, und das Schlimme bei dem Spiel ist, es ist immer anders. Also die Gänge sind anders. Ich meine, so die Texturen sind natürlich die gleichen, aber die Gänge sind so anders. Das Labyrinth ist anders. Das kann man 100-mal spielen. I know you there. Ja. Halt doch mal die Klappe. Und es ist immer wieder anders. Das ist ja das Faszinierende daran. Und die Omi, sie steht natürlich immer wieder woanders.
Und alleine spielen ist doch echt nochmal eine Herausforderung. Hätte ich jetzt, bin ich ganz ehrlich, hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Ich muss erstmal kurz durchatmen. Da ist was am Leuchten. Das sieht aus wie das Siegel. Ich werde mal hier die Tür öffnen. Ja, mit Island Hospital. Incident Report File, Datum 16. Februar 1936. Betreff Patient 15. Die Patientin, Alter 7, fürchte sich nächtens vor einem Monster in ihrem Zimmer. Eine Nachtschwester hat die Patientin geröstet. Getröstet. Wieso komme ich auf geröstet? Ich denke schon wieder an Essen. Seitdem ich aufgehört habe zu rauchen, denke ich immer nur an Essen. Geröstet. Indem sie beteuerte, sie hätte sich das nur eingebildet. Daraufhin begann die Patientin in einem unkontrollierbaren Gewaltausbruch sich selbst und das Personal zu verletzen. Die Patientin wurde ruhig gestellt und in Isolationshaft gebracht. Aha. Was haben wir denn hier? So, dann gehen wir mal weiter. Da sieht aus, als wäre da das Siegel. Müssen wir nur noch die Tür finden. Na, das klemme ich auch noch hier. What? Ja! Is this? Ich fühle mich jetzt voll beruhigter wie vorher, wenn ich jetzt einen Teddybär in der Hand habe. Guck mal, ich habe einen Teddybär, du kannst mir nichts tun. What the hell? Ach, das habe ich ja ganz weit, kommt ja auch noch. Can it be? Boah, I see you. Dieses Klavier im Hintergrund. Und es ist so dunkel. Und es ist so dunkel. Und es ist so... Aber wo ist die fucking Tür? Ich habe die Tür noch nicht gefunden. Es kann heiter werden. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Waren wir hier schon? Laut Karte. Ja, ich guck mal eben schnell. Wie konnte ich denn nochmal auf die Karte gucken? Ah ja, hier. Ranzoomen. Oh, ist das still. Ging es hier weiter? Nein, da war Sackgasse. Okay. Hallo? Würde ich auch machen. Wenn ich da in so einem... Ich frage... Mich juckt's. Ich frage mich gerade... I know there's somebody here. Wo? Da war die Omi. Und da hinten ist eine Tür. Und da gehe ich jetzt hin. Aber da ist eine Seite, die will ich definitiv noch lesen. Geiles Spiel. Geschichte von New Kipling. New Kipling. Die Wurzeln von New Kipling reichen bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Die reichhaltigen Fischgründe und der leichte Zugang zu Handelsrouten hat früher Siedler in das Dorf gelockt. Aha. Wer macht denn hier so ein Graffiti hier? Schade, dass bei uns nicht so abgelegene oder so stillgelegte Krankenhäuser sind. Würde ich gerne mal so eine Nachttour durchmachen, bin ich ganz ehrlich. Einfach nur mal so mit Taschenlampe, aber nicht alleine, mit Freunden zusammen. Hätte ich mal voll Bock drauf, was haben wir denn hier? Das ist auch schon wieder ein neuer Bereich, so mit so einer Tür. So eine Sackgasse kenne ich gar nicht. Da ist noch ein Schrank. Adam, ich glaube, ich habe das Ding gesehen, von dem du letztes Mal gesprochen hast. Ich weiß nicht, was zum Teufel dies ist, aber es ist bestimmt kein Mensch. Es hat mich einfach angestarrt und ist verschwunden, als ich mein Licht drauf gerichtet habe. Billy sagt, ich hätte Schatten gesehen, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Irgendetwas stimmt da unten nicht und ich werde beantragen, dass sie mich versetzen. George. Tja, verdammt, wo ist denn diese Scheißtür, ey? Ich kann mich nicht wehren. Oh Gott.
frage mich, wo diese Kacktür ist. Boah, diese billigen Schocker, das ist doch so. Ah, hier rechts ist die Tür, Gott sei Dank. Mann, guck nicht diesen scheiß Schädel an. So. Jawohl, Spieldaten werden gespeichert. Ich mache nochmal hier so eine Leuchtfackel an. Wird man da hinten eine hinwerfen, nochmal eine anmachen und einen neuen nehmen. Klick. So, genau, dann haben wir wieder 4. Maximal mehr kann sie nicht tragen. Die hat ja keine großen Taschen. So, Mid Island Hospital. Zu Händen alle Mitarbeiter. Letzte Nacht gegen 19 Uhr gab es einen Stromausfall in dieser Einrichtung. Der unglückliche Zeitpunkt hatte zur Folge, dass ein Patient im kritischen Zustand nicht die Notaufnahme überstellt werden konnte und in diesen auf den Gang hinter den Sicherheitstüren des Archivs verstarb. Um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden, möchten wir alle Angestellten, die nicht zum Wartungspersonal zählen, darauf hinweisen, dass die Sicherheitstür nicht funktioniert, wenn es zu einem Stromausfall kommt. Bevor die Tür geöffnet werden kann, muss zuerst der Schutzschalter zurückgestellt werden. Bitte machen Sie sich mit der Lage des Netzschalters im Archiv vertraut, die Verwaltung. Ja, das wissen wir ja, das ist der Schalter hier, den müssen wir unbedingt betätigen. Damit wir ja hier Strom haben für die Tür. Aber da erleben wir natürlich im Archiv noch ein paar Dinge. So, zu Händen, alle Mitarbeiter, wir verstehen, dass Sie Ihre 10-minütigen Pausen nicht immer vor dem Gebäude verbringen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass Sie Gegenstände im Archiv verschieben und es als behilfsmäßiges Raucherzimmer nutzen können. Egal wie geräumig es ist und wie hoch die Decke auch sein mag. Wir haben mehrere Angestellte dabei ertappt, wie sie Kisten mit Versorgungsmaterial verschoben und übereinander gestapelt haben, um daran hochzuklettern und sie als Aussichtsplattform zu verwenden. Wer macht denn sowas? Wenn doch, dann mache ich das mir doch als Sitz und kletter doch nicht da oben hoch und rauche dann oben unter der Decke, oder? Naja. Die Gegenstände sind keine Tarnausrüstung. Das Klettern auf den Kisten mit medizinischen Versorgungsmaterialien wird nicht toleriert. Die Verwaltung. Gut, das kann ich verstehen. So. Gut, ich weiß natürlich, was jetzt kommt. Das ist jetzt nicht mehr so gruselig. Okay, vielleicht ein bisschen. So, haben wir wieder was zu lesen. Mit einem Hospital. Indizent Report File. Ich lese das erste nicht mehr durch. So. Datum 1. Mai 1940. Betreff Mrs. Daniels Suizid. Mrs. Daniels. Mrs. Daniels wurde heute früh tot in ihrer persönlichen Unterkunft aufgefunden. Es wurde ein Abschiedsbrief sichergestellt, aus dem entnommen werden konnte, dass sie hier unglücklich mit ihrer Arbeit und ihrem Privatleben war. Laut dem Personal vor Ort war die Todesursache rascher Blutverlust durch selbst zugefügte Schnittwunden am Handgelenk. Die Leiche wurde in einem Rollstuhl sitzend aufgefunden. Polizeiliche Ermittlungen werden folgen. Mrs. Daniels Leichnam wurde inzwischen in der Leichenhalle überstellt, in die Leichenhalle überstellt. Dieser Vorfall ist den anderen verstörend ähnlich. Also gab es schon mal solche Vorfälle. So, was haben wir hier nochmal? Der New Kipling Herald, Mid Island, Geister der Vergangenheit, 12. November 1967, das Mid Island Hospital war eines der verfluchtesten und medizinisch bedeutendsten Orten in der Geschichte unserer Stadt. Nur wenige wissen jedoch, wie wichtig es wirklich war. Vom Pockenbehandlung in den 1850ern bis zu dessen Leistungen im Bereich der Tuberkuloseforschung in jüngerer Vergangenheit hat das Krankenhaus viel zum Wohle der Bevölkerung von New Kipling beigetragen. Selbst der kurze, wenn auch gescheiterte Versuch, es als Haftanstalt wieder zu öffnen, hat dabei geholfen, unsere Bürger zu schützen. Ja, das klingt ja vielversprechend.
was wir hier noch so erleben. Und jetzt läuft es voll flüssig. Ich weiß nicht warum, aber es läuft gerade total flüssig. Oh, da ist nochmal was zu lesen. So, Bewohner von Kepling werden beschuldigt. Verbrechen. 16 Me... Leben steht schuldig, gehängt böse. Haus öffnet um mich. Ausbreitung der Krankheit. So stand's da, zumindest. So, ich weiß, was kommt. Omi ist da. Stop! Stop! Geh weg, Omi. Geh weg. So much pain and suffering. And from those who seek only solace. Ich kann heute Nacht nicht schlafen, ich seh's jetzt schon. What ails you, Sarah? Ich hab eine Trophäe erhalten, Visionär. Really pure. Ach stimmt, ich spiele auf einem anderen Account. New Kickbling Herald, Mid Island, Geister der Vergangenheit. 12. November 1967. Und dann kann das... Und dann ist das... Und was? Und dann ist da das Krankenhaus. Wie wird es heute, wie wir es heute kennen, verlassen und von den Einheimischen wegen der Unheilverkündungen Vogelbevölkerung als Crow Island bezeichnet. Das Krankenhaus und die Insel, auf dem es steht, sind inzwischen tief verwoben mit Gerüchten über Flüche und gespenstischen Aktivitäten. Es gibt kaum ein Kind in New Kipling, das nicht als Mutprobe in das verlassene Gebäude geschlichen ist. Und die Geschichten, die sie erzählen, überstimmen den Geruch von Zigarrenrauch oder sogar das Erscheinen einiges Schattens einer Frau, die durch die Gänge wandert, haben nicht gerade viel dazu beigetragen, den Ruf dieses erst einst lebensrettenden Stütze unserer Gesellschaft zu bewahren. Naja. So, hier haben wir auch noch was. Ja, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal. Schauen wir mal, was jetzt hier. Ach, ich dachte jetzt schon wieder hier im Kipling Herald. Mid Island Hospital. Incident Report File. Datum 3. März 1938. Patient 90D. Während ihrer nächtlichen Rundgänge bemerkte Schwester Mori, das Patient 90D in einem aufgebrachten Zustand in seinem Zimmer stand. Die Schwester behauptete, der Mann hätte mit dem Gesicht gegen das Schmutzgitter des Glases geschlagen. Sie rief um Hilfe und als wir eintrafen, war das Gesicht des Patienten völlig blutverschmiert. Außerdem brüllte er etwas über Gesichter im Dunkeln. Der Patient wurde sofort ruhig gestellt und auf die Krankenstation gebracht, wo der verantwortliche Arzt angab, dass er wahrscheinlich beide Augen verlieren würde. Der Patient schien darüber völlig unberührt. Empfehle Überstellung in Dr. Mercers Obhut. Tja, der Dr. Mercer hat ja jede Menge Finger im Spiel gehabt, so wie es aussah. So, ey, so viel zu lesen, das gibt's doch gar nicht. 27. März 1931, Patient 90D. Die Patienten haben ihre Pillen genommen und sind nach dem Abendessen in ihrem Zimmer gebracht worden. Daya weigert sich, seit dem Zwischenfall nach Patient 90D zu sehen. Er hat sie mit Blut bespuckt und irgendetwas über einen Zauberer geschrien. Heute ist mein erster Beobachtungstag von Patient 90D. Er schien extrem angespannt, als ob er jederzeit ausrasten würde. Nun nicht gegenüber Patrice. Sie ist ihm auf irgendeine Art und Weise wichtig. Wer ist Patrice? Ich hoffe, wir finden mal wieder eine Nachricht von Adam und George. Unser lieben George. Ich kann das noch auch schieben, glaube ich, oder so, ne? Ja, genau. Und klettern? Ja. Das läuft doch verdammt. Jetzt läuft es gerade flüssig, aber ganz am Anfang da war es so am Ruckeln, das Spiel. Oh Mann, und ich weiß, was uns da noch blüht. Ich bin mal gespannt, wie weit ich hier so im Spiel komme und wie lange ich die Folge auch mache. Wie gesagt, ihr könnt ja dann. Ihr könnt ja entscheiden, ob ihr da. Das Bier in the dark make you feel better.
mehr sehen möchtet oder nicht. Oder ob ich es lassen soll oder ob einen sagt, ach komm, wir spielen wieder im Stream. Oder ob... Nein, jetzt lass doch mal los, verdammt nochmal. Klettern will ich doch. Dass sie immer wieder nach unten gucken muss, ist so fies. Wenn sie klettert, anstatt sie so klettert. Naja, ist auch egal. So. Lalalala. Ich will nicht runterfallen. Juhu. Haben wir geschafft, haben wir den Schalter jetzt aktiviert. Ich werde nochmal so ein Leuchtstäbchen anmachen. Ich wollte schon gerade sagen, Räucherstäbchen. Leuchtstäbchen. So. Zack. Und da haben wir endlich geschafft, die Tür zu öffnen. Gott sei Dank, meine Güte. Lalalala. Hallo? Lalalala. Hier lagen, glaube ich, irgendwo noch Fotos, wenn ich das... Spieldaten werden gespeichert. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Da steht irgendwas mit Station. Columbia, glaube ich, oder so. Irgendwie. Das ist wahrscheinlich so eine... Krankenstation gewesen, irgendwo in Kolumbien wahrscheinlich. Warum muss das immer so dunkel sein? Ja, ein Patientensaal. And your blood is thicker than water. Und schon geht's weiter. Hallo. I can't go on like this. Hallo? Hallo? Ich bin alleine. Ah, Patientrekordfall. 9. April 1860, Patient 06B. Der Stoffbär, den die Patientin als ihren Schatz bezeichnet, wurde sichergestellt. Der Arzt empfiehlt ihn zu verbrennen, da er mit dem Mädchen in Berührung kam und die Krankheit übertragen könnte. Allerdings brachte es niemand über sich, das Stofftier zu verbrennen. Anscheinend ist Mrs. Goodman nicht die einzige Person, die etwas für arme, elende, kleine Mädchen übrig hat. Sechs Relikte müssen wir finden. Wir haben wieder einen gefunden. Da ist schon das zweite, ich sehe es schon. Und es wird nicht besser. So, 4. März 1988, auch wieder Rekordfall. Patient 13. Ich fürchte, dass wir angesichts der bevorstehenden Schließung des Krankenhauses kein Zuhause für sie finden werden. Es ist bedauernswert, dass ein Leben, das unter solchen gewalttätigen Umständen auf die Welt gebracht wurde, nur unter die Obhut des Staates kommt. Sie wird zweifellos von einer Einrichtung in die nächste wechseln. Patientin 13 oder Patient 13? Wissen wir das schon, ob es eine sie oder eine er ist? Weiß ich gar nicht. Habe ich es jetzt überlesen? Ich weiß es ja schon, aber für die Leute, die vielleicht... Für die Leute, die es noch nicht kennen, das Let's Play... Was war das? Für die Leute, die es vielleicht zum ersten Mal sehen. So, 7. Juni 1936, Patient 279. Der Patient hat berichtet, er würde Nacht schemenhafte Gestalten in sein Zimmer sehen. Das Personal wurde angewiesen, seine Wahnvorstellungen mit Nachtsicht zu behandeln, um gewalttätiges Verhalten wie bei Patient 15 beobachtet zu vermeiden. Der Patient bleibt in seinem Zimmer und unter leichter Aufsicht vor allen Dingen. Ja. So. Wo gehen wir denn lang? So viele Wege. Lalalala. They wither in flame, Sarah. Use it to your advantage. They will not harm you. Wir haben gerade einen Signalfackel bekommen, womit wir uns verteidigen können. Das heißt nichts Gutes. Hier waren wir doch schon, oder? Ich kann nicht mehr weitermachen. Ich auch nicht. Oh mein Gott. Oh, Mann, geh weg, Kack-Oma. So, ich werde mal versuchen, jetzt ein bisschen
Obwohl Rennen ist gar nicht so eine gute Idee, wie ich finde. Wie wir es seit dem Stream wissen. Ich fahre einfach ganz gemütlich hier. Lalala. Hallo. Wir müssen die Seiten noch finden und das Siegel. Und dann anschließend die Tür. Ich weiß, die Kack-Oma, die steht voll hinter uns, hundertprozentig. Die steht voll hinter uns, 100 pro. Ich höre sie doch. Da steht sie. Ja. Hallo. Ich gehe mal kackendreist an ihr vorbei. Lalala. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Lalalalalalalala. Was ist denn das immer? Mann, die soll weggehen. Die soll weggehen. Omi, bist du? Ich war immer lieb zu dir. Mach die andere Tür auch auf. Willst du mich verarschen? Du sollst die andere... Mach... Wieso macht die andere Tür? Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir hier noch einen Schrank. Ich wollte schon gerade Schaltschrank sagen. Und eine Seite zum Lesen. Juhu. So. Geschichte, Entschuldigung. Geschichte von New Kipling. Das einst kleine Fischerdorf New Kipling wuchs zu einer Stadt voller eifriger und optimistischer Menschen heran. Die Stadt brauchte aufgrund von Übervölkerung und knapper Ressourcen andere Wege, um ihre Einwohner zu versorgen. Zombies? Naja. So. Auch noch ein Treppenhaus, na Halleluja. Natürlich erstmal im Keller gehen, ist immer ganz besonders geil. Macht man ja so. Ich weiß, die Oma rennt uns die ganze Zeit hinterher. Ich verbrenne jetzt einfach mit der Fackel. Ich habe gesagt, ich weiß, ich nutze keinen, aber ihr. Ah! Eine zündende Idee. Habe ich gerade die Trophäe bekommen? Geil. Hier, Omi. Die Fackel brennt weiter. Ah, unter Wasser. Hm, ist klar, natürlich. Hallo, mach Licht an. Oh, bitte lass das nicht so einen großen Keller sein wie damals im Stream. Ich glaube, dann gehe ich sterben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Weil hier kann überall eine Seite sein. Oh nein, hier kann überall eine Seite sein. Warum ist es gerade so ruhig? Hm, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich mach einfach die Tür zu. Hallo? 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 Ich will die Tür zumachen. Ich mach einfach die Tür zu. Dann kann mir da auch keiner was. So. Datum 13. August 1924. Patient 60E. Angestellte hören Schreie aus dem Zimmer von Patienten 60E. Als sie dort ankamen, war es voller Blut und die Patienten fügten sich immer ein Skalpell wiederholt Schnittwunden mit einem Skalpell wiederholt Schnittwunden zu. Es ist unklar, wie sie an dem Gegenstand kamen. Trotz des vielen Blutes waren keine Verletzungen tief oder ernstzunehmend. Alle Schnittwunden waren oberflächlicher Natur, so als ob sie nicht wirklich versucht hätte, sich zu verletzen, sondern nur so viel Chaos wie möglich zu hinterlassen. Patient 60E wurde in Isolationshaft gebracht, da sie eine Gefahr für sich selbst und andere darstellt. Dr. Mercer hat sich ihr zudem jetzt angenommen. Hoffentlich können wir sie von ihrem inneren Dämon befreien. Boah, diese Tür, die hat jetzt mal voll genervt. Die Oma stand da, die Oma stand da, die Oma. Das Schlimme ist, manchmal wackelt ja diese Kamera da auf dem Telefon, also dieses Grissel. Und manchmal hört man sie auch, aber manchmal gar nicht. Manchmal ist es totenstill und die steht auf einmal da. Und darauf vor habe ich jetzt schon meist... Oh. Da habe ich jetzt schon am meisten Muffen. Mein Gott, hier, guck mal hier. Guck mal, du Kackbratze. Guck mal. Da komm. Ja. Ja.
Ja. Brenn, du Hexer. Entschuldigung. Ich weiß, sie hatte eigentlich gesagt, ich wollte keine Fackeln benutzen, aber es macht so viel Spaß. Future Science. Ja, die neue Ausgabe, die muss ich unbedingt haben. Die habe ich noch nicht. Warum ist so dunkel? Mach Licht an. Boah, ich würde mir so in die Hose scheißen, ey, wenn ich hier ohne Licht stehen würde auf einmal. Aber es wird doch nie im Leben so eine Musik, wenn man alleine in so einem Krankenhaus nachts läuft mit Taschenlampe, wird doch nie so eine Musik kommen. Das wird mir doch voll schon die Sorgen machen. Woher kommt die Musik und so? 6 von 6. So, 24. Februar 1859. Mein Gott, ich bin schon voll fertig. Patient 12a. Die Patientin leidet an einem Hortungszwang und versteckt häufig alles, was sie findet. Die Patientin wurde dabei beobachtet, wie sie Dinge festhält und in unsinnigen Phrasen, die von Personal als verstörend bezeichnet wurde, zu sich selbst spricht. Was ist denn das für ein Geräusch immer? Toll. Und wir haben wohlgemerkt immer noch kein Siegel gefunden und keine Tür. Komisch, in The Evil Within hat er sich jetzt sofort Basti Castellanos die Spritze in den Arm gerammt. Oh ja, geil. Lebensenergiespritze. Oh, ich bin so... Alter, was ist denn das? Ich versuche mich immer so ein... Ich versuche mich immer so klein wenig so ein bisschen selbst zu beruhigen. Indem ich hier so viel rede. Lalalala, lalalala. Was? Was? Das hatte ich noch nie in Daylight, muss ich mal sagen. Was ist denn das für ein Bumm? Brenn! Ich glaube, das liegt die Bibel, aber dem ist nicht so. Lalalalalalalala. Oh! Du scheiß Kackbett! Oh. So, was haben wir hier? Hier war doch gerade was mit X drücken. Oder habe ich mich da vertan? War wahrscheinlich nur die Tür. So. Lalalala. Da ist schon wieder was zu lesen. Mal vorsichtshalber mal die Tür geöffnet. Weil hier geht es ja sowieso nicht weiter. Wusste ich auch schon. Ist klar. So, Geschichte von New Kipling. Die puritanische Kirche von New Kipling hat verkündet, dass die Stadt in dunklen Zeiten verfallen ist. Einige Einwohner sind daraufhin aus Angst um ihr Leben geflüchtet. Um den Frieden aufrechtzuerhalten, haben die örtliche Kirche und die Stadtältesten die Teilnahme am Gottesdienst zur Pflicht erhoben. Hey. Oh nein, ich schon mit der dritten Maus. Ich mag das nicht. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr der Light spielen. Oh, jetzt kommt schon wieder die Kackbratze, ey. Oh, wo ist denn hier diese... Wo ist denn die scheiß Siegel, ey? Jetzt mal ganz ehrlich. Nee, 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 nee. Also hier ist es bestimmt nicht. In kleinen Räumen ist es nie. Wenn, dann ist es höchstens... Da hinten sehe ich doch was. Da ist eine Tür. Ja! Ja! Wir haben schon mal die Tür gefunden. There's gotta be a key. Ja, there's gotta be a key. I got the key.
I got the I got the key. Wir kamen doch von oben, ne? Stimmt ja. Ich wollte nach unten gehen. Ich bin hier gerade so schnell unterwegs. Gleich steht die Alte vor uns. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon kommen. Also die steht gleich vor uns. Volles... Na, mach... Mann. Kackspiel. Nein, ist ein gutes Spiel. Mann! Hallo, ich kann noch eine... Ja, geht doch. Stereo pinkeln. Muss ja dann hier unten sein, das Siegel, oder? Nee, hä? Wo ist das Kacksiegel? Verdammte Axt. Wo ist denn das Kacksiegel dann? Jetzt mal ganz ehrlich. I can barely see. Also hier in diesen scheiß Toiletten ist es nie, das weiß ich. In den scheiß Toiletten ist es nie. I don't can see anything. Nee. La 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 la. Ich singe, um mich selbst zu beruhigen. Ich werde trotzdem nochmal nach oben gehen. Wir sind ja ganz oben, ne? Genau. Das muss ja quasi das Siegel. Muss ja auf der Etage dann, wenn dann sein, oder? Dann haben wir hier irgendwo eine Tür vergessen. Die Frage ist nur, wo? Ist ja lustig, dass wir jetzt wieder zurückrennen dürfen. Wovor ich jetzt am meisten Schiss habe, weil nämlich jetzt die Alte dann uns viel, viel häufiger auf die Nerven geht. Oh mein Gott. What was that? Mann, halt die Schnauze. Das bin ich. Ich quasi mit den Zuschauern. Halt die Schnauze. Welche Tür waren wir da noch nicht gewesen? Hier vielleicht? Nee. Aber so weit weg war es doch noch nie von der Tür. Das wäre mir jetzt neu. Bäh. Was ist denn das immer? Verdammte Axt, das kann doch nicht sein, dass es so weit weg ist. Keller war es doch nicht gewesen, oder? Schon wieder einer in Stereo am Pinkeln. So, da geht's nicht weiter. Von da war auch eine Sackgasse, ne? Ja, genau. Ich habe auch keine Lust, jetzt großartig hier irgendwie stehen zu bleiben. Da ist eine Tür, wo wir noch nicht waren. Ah! Ja! Was, so weit? Holy shit! Ja! Wo war denn die... wo war denn dieses scheiß Treppenhaus jetzt? Hier lang, glaube ich, ne? Kann das sein? Nee, von da kamen wir. Hä? Moment, nee, Moment. Ach, hätten wir... Oh mein Gott, what was that? Hätten wir auch von hier in zum Siegel gehen können? Ach, hier, ganz geradeaus und dann links am Ende. Lalala. Ich bin schon mal froh, dass bis jetzt nichts kommt. Das ist gut. War das jetzt oben oder oben war das? Ich habe das schon wieder vergessen. Das ist doch keine 5 Minuten her. Was? Ja, nein. Da lang müssen wir. Hey, komm. Es ist gerade so ruhig. Kannst du mal deutlich reden? Kannst du mal deutlich reden, Omi? Ich verstehe dich nicht. Nimm mal den Knobel aus dem Mund. Ah, unten war das, ne? I can't see anything. Ja, ich auch nicht. Halt die Klappe und geh einfach. Mann. Ja. Oh,
Ja, und damit wäre auch die erste Folge beendet. Zumindest erstmal das 200-Abonnenten-Special und eventuell bis nächste Mal. Und ja, ihr entscheidet. Wie gesagt, schreibt einfach drunter, ja, mehr oder nein. Lass es einfach als 200-Abonnenten-Special. Es ist geil und dann sehen wir uns, ja, demnächst mal bei was anderem wieder oder hier. Macht's gut. Tschüss und danke nochmal für 200 Abonnenten. Ihr seid die geilsten.